Hallo Leute, ja, wir sind hier in Borgenteich Nord oder Borgenteich Nord, haben letztes Mal hier geschaut, dass wir hier Gesichten haben mit Kies und dem Steinbruch hier und das ist ja ein Brecher und dann wollen wir gucken, ob der auch was anderes kann wie Kies. Da müssen wir gleich nach dem Logo mal reinschauen. So, der Steinbruch ist hier. Da kann man noch nichts anklicken. Nur an- und ausmachen. Logistik sagt hier, dass da noch was anderes ist, aber die Logistik ist hier. Der könnte da was annehmen. Das interessiert uns aber nicht so wirklich. Und hier sieht man auch, dass da nichts ist. Das heißt, der Steinbruch ist schon so fertig. Und wenn wir hier hingehen, dann sehen wir, was Eingang ist. Eingang gehen nur die Steinquader und Ausgang geht nur Kies. Also können wir da noch nichts machen. Das heißt, wir müssen dafür die Forschung voranbringen und die müssen wir uns jetzt mal angucken. Warte, wir können mal hier langsam laufen lassen, ne? Ja. Also mal gucken, dass wir hier bei der Forschung schauen, dass wir da was wir da drin haben, damit es da weitergeht. Also hier wird definitiv schon mal Kies gebraucht und Betonherstellung. Ja, weiß ich jetzt nicht, aber wir müssen auf jeden Fall hier Kies sogar hinliefern. Wir haben aber ein zweites Häuslein, ne? Da ist eins und hier ist zwei. Und was bringt der uns jetzt? Der Sand müssen die haben. Ja, müssen wir erstmal gucken, ob das da angeliefert wird, ne? Gibt es hier denn LKWs, die da gerade hinfahren? Ah, das müsste ja hier stehen. Da gibt es auch drei LKWs. Sand zu Melrichstadt. Das heißt, es gibt wohl einen LKW, der Sand liefert. Wo ist der? Ne, ich wollte den LKW. Ah, jetzt sieht man den natürlich nicht so. Wo fährt er denn? Ah, der ist das. Ja, der fährt Sand. Das ist schon mal gut. Das heißt, da kommt was an. Das heißt, das ist erledigt an dem, aber der zweite, da wird nichts laufen, oder? Doch. Melrichstadt Anbau. Ja, ist das. Und wo kommt der Melrichstadt 1? Kommt von hier, aber da gibt es kein Kies. Das ist falsch. Das heißt, diese drei LKW, die fahren doch sowieso irgendwo durch die Gegend und bringen uns nichts ein, oder? Die müssten doch voll oder leer sein oder sowas. Genauso sieht es aus hier. Wenn der das ist, der das? Ne, das ist nur ein anderer, aber das ist die gleiche Strecke. Und da ist auch noch einer. Ja, das ist der zweite von den dreien. Der ist was anderes. Den muss ich jetzt nicht nehmen. Und wahrscheinlich treffe ich gleich den dritten auch noch voll beladen an. Und die entladen natürlich nicht, ne? Einmal kurz schneller. Der dreht da jetzt um, fährt da vor und entlädt da nicht, ne? Doch, der entlädt da. Warum entlädt er da? Ah, deswegen. Da gibt es noch was. Okay, dann ist das nicht relevant. Gut, das heißt, wir können das alle zumachen und müssen jetzt schauen, dass wir Kies irgendwo dahin kriegen. Ja, können wir zumachen, Labor. So, jetzt müssen wir schauen. Hier fuhr doch irgendwo immer ein LKW. Da, der fährt. Ah, der fährt aber auch mit voller Ladung zurück. Also ist das doch schief. Der holt's hier, klar, und bringt's wohin? Nach da. Okay. Also der. Ah, da ist ja auch eine Stelle, wo es hin kann. Das heißt, wir müssen es von da nach da bringen. Und dann bringen wir es noch da hoch. Und das heißt, hier müssen wir mal schnell ein LKW-Depot hinbauen. Terminal. Drehen. So. Und ein Lagerhaus können wir auch noch gebrauchen. Das ist ein Depot. Warte mal, dann muss das bei Industrie sein, oder? Ja. Machen wir ein großes und bauen das hier noch hin. Drehen wir auch mal um, so zur Straße, so schick. Dann passt das auch. Da können wir ja schon Kies auswählen. Dann kann dazwischen gelagert werden. Dann passt das. Der Zug ist egal. Den brauchen wir nicht mehr. Jetzt können wir hier oben schauen, dass wir da ein Fahrzeug rausholen. Kaufen. Geld haben wir genug. Ja, das heißt, wir müssen jetzt schnellstens einen LKW haben, der von da unten nach da oben fährt. Von hier ladend nach da. Halt hinzufügen. Das ist eine Bushaltestelle, ne? Ja, dann wird es hoffentlich die sein. Ja, macht er auch. Und da entladen. Dann können wir da diese Route 59 machen. Abbrechen. Wieso ist das Route 59? Das muss doch anders heißen, oder? Individuelle Route, ne? Speichern als. Na, dann ist das halt so. Ist aber doof. Naja, ist. Kann ich jetzt nicht ändern. Machen wir ein zweites Fahrzeug drauf? Ja, machen wir.
Also ist ja noch offen hier. Kaufen. Auswählen. Route 59 war das, ne? Die war das. Und starten. So, zwei ja da drauf. Dann wollen wir hoffen, dass die hier nicht bankrott gehen. Ich habe gar nicht geguckt, wie lange das noch ist, ne? Das war wieder mal keine gute Idee. Ach, 150 Tage, dann sollten wir das noch schaffen, bevor die bankrott gehen. Jetzt habe ich das wieder zugemacht. Wir brauchen aber noch einen LKW, der den Kies zur Forschung bringt, ne? Dann nochmal kaufen. Den halt hinzufügen. Ist hier unten. Da. Ach, nee, das ist jetzt falsch. Hier muss ich hin halt hinzufügen. Da. Laden und halt hinzufügen. Bei der Forschungsstation entladen. Da ist die Forschungsstation, da ist das Depot. Entladen. Speichern als Route 60. Na super, dann machen wir das jetzt neuerdings so. Früher hießen die ja mal so irgendwie, ne? Gut, der fährt. Da brauchen wir nur einen, mehr machen wir da nicht. Fahren tun sie ja sowieso schon mal. Das heißt, die zweite Forschung hier, ne, das ist die Sandforschung, die läuft ja. Diese Forschung mit Kies funktioniert dann auch. Das ist schon mal gut. Hier ist natürlich noch Sand. Aber der wird wohl geliefert, ne? Logistik. Ja, da kommt er hier vom... Ja, wird wohl auch angefahren. Ist er da schon? Ne. Er ist ja direkt dran, ne? Und hier sind ja auch 98 daneben. Das sollte wunderbar klappen, da. Wunderbar. Dann haben wir das. Ist hier schon irgendwo ein LKW unterwegs? Ich glaube noch nicht, ne? Geh da mal hin. Wo ist der? Ah, da fährt er schon. Na, dann kommt er da gleich an, ne? Dann wird das auch fluppen. Gut. So, hier ist noch ein roter Punkt dran, ne? Schreckliche Lieferung. Logistik. Ist mit dem verbunden. Aber hier sind gar keine Fahrzeuge drauf. Wieso sind da keine Fahrzeuge drauf, wenn das doch da angeliefert werden kann? Warte mal, das ist... Ist das Eisenerz? Wo kann ich das sehen? Hier. Ja, ist Eisenerz. Eisenerz fahren wir doch zu diesem Bahnhof, ne? Wo ist denn der Bahnhof? Hier. Ja, das haben wir letztens umgemodelt hier an dem hier, ne? Und da liegen sie jetzt drin und werden nicht abgeholt. Das heißt, wir ändern mal hier was. Machen wir Eisenerz zweimal drauf. Und dann müssen wir nur jetzt gucken, dass von da... Ah, warte mal, hier ist vielleicht auch kein Lagerhaus, ne? Da sind Bäume, da sind Holzträger, da sind Bretter. Das ist Eisenbarren. Das sind Bretter. Das ist Kohle, das ist Kohle. Natürlich hier mit 10 voll, ne? Die nächste Frage, wer nimmt hier Kohle ab? Aber wir müssen hier noch ein Lagerhaus haben. Lagerhäuser. Großes, und das müssen wir hier irgendwo bei machen. Kann ich das hier hinstellen? Wäre abgedeckt, ne? Da auch noch. Machen wir da hin. So, und dann muss hier Eisenerz rein. So, und damit das klappt, lassen wir den jetzt einmal fahren, ne? Fahrzeug folgen, ne? Nächster Halt. Fertig. So, aber dann muss das Eisenerz dann noch natürlich hingebracht werden. Und hier war ja keiner... Wo ist denn das? Ne, da ist das Haus. Doch, da sind welche. Gefräß Halt. Ja, der fährt da hin. Und Gefräß Südwest, der fährt da hin. Und was fahren die? Nix. Was lädt er denn regulär? Da ist doch gar nichts anderes, ne? Ist das das Fahrzeug? Ja. Ach so, da kann ich Details... Ach, guck mal hier, der ist dafür auch schon gewesen. Die fahren da lang, aber können nichts liefern, weil, ja, leider nichts da ist. Bei diesem Zug, ne, werden wir das dann auch mal umstellen. Dann werden wir mal hier einmal Eisenerz machen. Für die Barren gut sind, weiß ich jetzt nicht, aber die sind ja auch welche runter auf jeden Fall. Jetzt kommt ein Holzzug. Wird der komplett entladen? Müsste eigentlich, ne?
Hier ist nur einer drinne, ja. Und das sind die Bretter. Okay, die sind hier. Das ist aber voll, aber hier waren noch mehr Bretter. Ja, die Bretter werden nicht entladen. Das Holz ist schon weg. Das sind Holzträger. Da sind gar keine Holzträger da. Der kann bestimmt auch Holzträger machen, oder? Aber warte mal, da ist noch ein zweiter Zug. Das lass mal schön sein, weil ich glaube, auf dem zweiten Zug sind die Holzträger. Genau so ist es. Wenn er denn hier reinfährt, aber ich glaube, macht er. Ja, sieht ja ganz danach aus, ne? So, der hat noch das. Okay, der soll Eisenerz fahren, aber das kriegen wir jetzt hier nicht gebracht, weil kein Zug. Aber da ist schon der erste Zug, glaube ich, oder? Ja, der bringt uns das. Das ist schon mal gut. Ist denn hier schon was angekommen jetzt bei unserer Forschung? Das war die Sandforschung. Nee. Ah, da ist auch schon was angekommen. Sehr gut. Läuft also. Gut, jetzt wäre die Frage zum Beispiel, was passiert hier? Da ist schreckliche Lieferung. Logistik sagt, er wird da geliefert. Aber hier sehe ich auch wieder keine Fahrzeuge dann drauf. Doch, da sind zwei. Und die bringen was dahin? Details. Holz, passt, läuft da also. Mal, das können wir alles erstmal zumachen hier. Bretter werden angeliefert. So wie es aussieht, wird hier alles angeliefert. Kohle ist gelb. Das ist hier Stein. Stein ist da. So, Übersicht ist hier. Ah, das ist jetzt nicht das. Aber warte mal, hier ist noch ein zweites über. Aber da werden. Ach, das ist auch gar kein Stein, doof, ne? Was ist denn das? Eisenbahn? Wo kann ich das denn sehen? Hier im Haus, ne? Und dann da, und dann sehe ich Steinziegel. Okay, ach, das war das, was wir hatten, ne? Dafür betreiben wir wahrscheinlich gerade die Forschung, ne? Hier sehen wir die vielleicht auch, oder? Warte auf Ressource, Betonherstellung, Glasherstellung. Kann ich irgendwo den Forschungsbaum sehen? Hier vielleicht. Steinverarbeitung beim Brecher. Hä? Der kann doch was anderes machen, oder wie? Warum konnte ich das denn da nicht auswählen? Ziegel? Ja, das ist ja komisch, oder? Warte mal, das ist aber auch kein Ding. Da können wir doch mal gerade hier noch einen zweiten bauen. Ist ja 1,4 Millionen haben wir da. Dann wäre das jetzt hier so. Oh, wie macht man das wieder am klügsten? Doch Verarbeitung. Was sind das jetzt? Ach so. Brecher. Ja, das passt da schlecht hin, ne? Baue es dahin. Ist tatsächlich hier nur zu sehen, was man da machen kann. Auch geil, oder? So, das heißt, wir müssen jetzt Fließbänder bauen. Förderband bauen. Ich baue mal erst eine Brücke hier. Genau, so machen wir es. So, das passt schon mal. Also, nee, nochmal. Wir müssen ja von hier nach da noch bauen. Ja, die bauen, zweigen jetzt ab und dann müssen wir hier, oder? Und was ist das für ein Haus? Da ist nichts. Aber wir müssen noch ein Lagerhaus bauen. Ein großes. Warte, wenn ich das hier hinbaue, ist es auch noch abgedeckt, ne? Ist das so gut oder ist das schlecht?
Ist auch noch an dem Bahnhof angekommen. Ja, machen wir doch, oder? Da kommen diese Steine hin. Das kann zu. Jetzt brauchen wir noch ein Förderband. Oder erstmal das hier vielleicht, ne? Förderbandgeräte. Also hier oben. Ausgangsverbinder. Drehen. So. Nee, Eingangsverbinder. Shit. Ah, da können wir hier mit Förderband drehen, das machen, ne? So passt's. Und jetzt ein Förderband, welches hier hinterm Baum steht, genau. So, jetzt läuft das, oder? Ja, da kommen die jetzt. Kommen hier rein, das passt auch. So, und wo mussten die hin? Oh, hier fehlen auch Quader, so ein Shit. Und die geht auch bald pleite. 145 Tage. Werden die hier irgendwo hingeliefert? Glaub nicht, ne? Aber irgendwo fuhr doch so ein... Ja, hier, hier, da. Wahrscheinlich wird es hier ausgeladen, ne? Ja. Das heißt, wir müssten von da nach da fahren. Und dann kannst du auch von da nach da fahren, ne? Oder? Könnte natürlich hier zwischendurch noch einen Halt bauen. Aber dann würde ich den tendenziell ja hier doch mehr entladen lassen irgendwo, ne? Na, weißt du was? Darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Wir machen erst hier einen Cut. Hier die Steine müssen wir machen und wir müssen auch noch die anderen Steine machen, die wir hier neu produziert haben. Diese hier, ne? Da um die beiden kümmern wir uns. Einmal die Steinziegel und einmal um die Bruchsteine. Aber was ist das hier? Stein, einfach Stein ist das. Okay, um die zwei Sachen kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ne? Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.